Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und dass die Wissenschaft jetzt spricht, merkt man an der technischen Unterstützung. Wir können es leider nicht anders. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wenn wir über das neue Normalarbeitsverhältnis sprechen, dann macht es vielleicht Sinn, uns zunächst mal gemeinsam daran zu erinnern, was eigentlich das alte Normalarbeitsverhältnis war. Das alte Normalarbeitsverhältnis ist in der wissenschaftlichen Diskussion überhaupt erst aufgetaucht, zur Mitte der 80er Jahre ungefähr, als man im Rückblick festgestellt hat, dass sich in der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er, 70er Jahren, eine neue Form von sozialpolitisch regulierter Beschäftigung herausgebildet hatte, die dann Mitte der 80er gerade dabei waren, Bedeutung zu verlieren. So ein Beschäftigungsverhältnis, das kennt ihr alle, war begründet auf einer unbefristeten Vollzeittätigkeit normalerweise, verbunden mit einer dauerhaften Perspektive in einem Unternehmen im Idealfall, verbunden mit innerbetrieblichen Aufstiegswegen. Es beinhaltete langfristige Qualifizierungsmöglichkeiten, Beruflichkeit natürlich auch, existenzsichernde Löhne, die relativ regelmäßig gestiegen sind, Zugang zu Sozialversicherung, Abdeckung durchs Arbeitsrecht, regelmäßige Arbeitszeiten, auch wenn viele faktisch Schicht gearbeitet haben in der Zeit, die Vertretung durch Betriebs- und Personalrat, hohe gewerkschaftliche Organisierungsgrade, die Trennung von Erwerbs- und Privatleben und dementsprechend die Planbarkeit von Alltag und Erwerbsbiografie. Und das Ganze war eingebettet in eine weit verbreitete Aufstiegserfahrung. In Bezug auf Bildung, Kaufkraft, berufliche Expertise konnte man einigermaßen sicher sein, dass es einem selber immer besser gehen würde. Und das galt aber auch für die nächste Generation. Der Eric Hobsbawm spricht über die goldenen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und sagt, das war fast die einzige Zeit, wo Eltern sicher sein konnten, dass es den Kindern beruflich, sozial besser gehen würde als ihnen selber. Wenn wir uns dieses alte Normalarbeitsverhältnis nochmal anschauen und uns fragen, was war daran eigentlich normal, dann denke ich, der erste Punkt ist ganz wichtig, es war eine statistisch belegbare Normalität in Anführungsstrichen. Die Zahl der abhängig Beschäftigten ist gestiegen in den Jahrzehnten und ein immer größerer Anteil der abhängig Beschäftigten hatte einen Job, der diesen Kriterien entsprochen hat. Zugleich war das Normalarbeitsverhältnis aber auch eine Norm von Arbeitsregulierung. Der Ulrich Mückenberger, Arbeitsrechtler, hat es so formuliert, dass er sagte, das Normalarbeitsverhältnis war eine juristisch anerkannte und darum herrschende Fiktion, der Bezugspunkt für juristische Gebote und Verbote und für Rechtsinterpretationen, der, obwohl ganz und gar nicht mit vorfindlichen Regelmäßigkeiten deckungsgleich, den wirklichen Arbeitsverhältnissen als normative Anforderung entgegentritt und insofern durchaus praktisch wird. Was soll das jetzt heißen? Zunächst mal, das Normalarbeitsverhältnis war immer eine Fiktion. Es war nie für alle normal, zu den Bedingungen zu arbeiten. Auch in der Nachkriegszeit haben vor allen Dingen Frauen, die oft in kleinen und mittleren Unternehmen gearbeitet haben, zu anderen Bedingungen gearbeitet. Oft in Teilzeit, oft deutlich prekärer, als wir das unter Normalarbeitsverhältnisbedingungen erwarten würden und so weiter. Also eine Fiktion. Gleichzeitig aber eine herrschende Fiktion. Und warum, Mückenberger sagt, weil sich gesetzliche, juristische Gebote und Verbote darauf ausrichten. Das heißt, nur wer Normalarbeitsverhältnisse hatte, konnte sicher sein, eine optimale Absicherung im deutschen System von sozialer Versicherung zu bekommen, zum Beispiel von Arbeitsrechten abgedeckt zu werden und so weiter. Und dadurch wurde das Normalarbeitsverhältnis praktisch. Drittens, und auch das ist ganz zentral für unsere Diskussion, war das Normalarbeitsverhältnis der Ankerpunkt für gesellschaftliche Vorstellungen davon, was eigentlich eine gute, eine ordentliche, eine normale Arbeit ist. Wenn wir jetzt heute über das neue Normalarbeitsverhältnis sprechen, dann müssen wir in vieler Hinsicht einen umgekehrten Weg einschlagen. Wir müssen ansetzen an Arbeitsrealitäten und an gesellschaftlichen Vorstellungen davon, was gute Arbeit denn eigentlich ist oder sein sollte. Im zweiten Schritt geht es dann darum, neue Normen zu etablieren, politisch, tariflich und rechtlich, dafür zu sorgen, dass Arbeitsregulierung zum Beispiel mit neuen Rechtsansprüchen einhergeht. Und drittens geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Arbeitswelt dann künftig auch durch solche Jobs geprägt werden könnte, dass wir also wenigstens wieder in die Nähe von sowas wie einer statistischen Normalität kommen. Kurz und gut. Wir müssen analysieren, wie die Arbeitswelt heute eigentlich funktioniert, welche Interessen dort vertreten sind
und wir müssen über politische Strategien der Umsetzung reden. Wenn ich mit dem ersten Punkt mal anfange, mit den Arbeitsrealitäten und Interessen, dann ist ein wichtiger Punkt für unsere Diskussion die Feststellung, dass nach langen Jahren, in denen man davon ausgegangen ist, dass die Arbeitsgesellschaft jetzt zum Ende kommt, mit voller Macht die Arbeitsgesellschaft zurückgekehrt ist. In der Bundesrepublik waren noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie zurzeit. Das ist nicht nur positiv, würde ich mal sagen. Zum einen sind relativ viele Frauen in den letzten Jahren nur deshalb in den Arbeitsmarkt gekommen, weil es einen massiven Teilzeitboom gab. Also man ist mit Minijobs, mit Teilzeitstellen gestartet. Und zum anderen hat der hohe Stand von Erwerbstätigkeit mit Aktivierungspolitik zu tun. Also damit, dass zum Beispiel gegenüber Arbeitslosen die Losung ausgegeben wird, dass fast jeder Job besser ist als keiner und Alternativen zur Erwerbstätigkeit immer weniger gesellschaftliche Anerkennung finden. Viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt, gleichzeitig ist die Gruppe der Erwerbstätigen vielfältiger geworden. Nach wie vor haben ungefähr 2/3 der abhängig Beschäftigten eine unbefristete Vollzeittätigkeit. Und in Klammer gesagt, das Statistische Bundesamt sagt, das ist das Kriterium für Normalarbeit heute. Also die restlichen 15 Kriterien, über die ich gerade gesprochen habe, werden eigentlich nicht mehr diskutiert. Aber ein wachsender Anteil der Erwerbsbevölkerung ist in atypischen Jobs tätig, also nicht mehr unter Normalarbeitsbedingungen. Und viele davon sind prekär, weil sie in materieller, rechtlicher, betrieblicher Hinsicht hinter diesen Standards zurückbleiben, die wir mit dem Normalarbeitsverhältnis verbinden. Sogar unbefristete Vollzeit kann prekär sein, zum Beispiel, wir haben es gerade gehört, wenn Niedriglöhne gezahlt werden oder wenn der Jobverlust permanent droht, weil der Betrieb schließt, weil die Kündigung vor der Tür steht und so weiter. Selbstständigkeit nimmt nach Jahrzehnten, in denen sie zurückgegangen ist, inzwischen wieder zu, vor allen Dingen in Form von Alleinselbstständigkeit. Ich bin selbstständig, habe aber zum Beispiel keine Angestellten. Mehr Frauen und Migrantinnen sind auf dem Arbeitsmarkt anzutreffen, mehr unterschiedliche Lebensentwürfe und so weiter. Nun könnte man ja sagen, Vielfalt ist gut, alles so schön bunt hier. Das Problem ist allerdings, dass diese Vielfalt mit Ungleichheit einhergeht. Ich würde sogar sagen, wir haben es mit einer Polarisierung in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes zu tun. Es ist ja nicht nur so, dass wir Stammbelegschaften mit stabilen Verträgen auf der einen Seite hätten und auf der anderen Seite prekär Beschäftigte, sondern die beiden stehen im Verhältnis zueinander. Die stabilen Jobs der Stammbelegschaften werden nämlich dadurch abgesichert, dass es prekäre Ränder gibt, die man im Notfall, zum Beispiel im Zuge der Wirtschaftskrise von 2008, schnell entlassen kann, geschehen mit den Leiharbeiterinnen in der Automobilindustrie. Wenn Unternehmen Arbeitskraft flexibel nutzen wollen, zum Beispiel Arbeitszeiten flexibel gestalten, funktioniert das nur, wenn Beschäftigte ihre Reproduktionsarbeiten auslagern, zum Beispiel an die Partnerin oder an prekär Beschäftigte im Haushalt, die dann Kinderbetreuung, Reinigungsarbeiten, die Pflege von Älteren übernehmen. Drittens, funktioniert die Lebensstandardsicherung, zum Beispiel von Niedriglöhnerinnen in einem Land wie Deutschland, in dem jahrelang die Reallöhne stagniert haben, vor allen Dingen deshalb, weil natürlich auf Kosten von Arbeitenden in anderen Weltregionen gelebt wird. Also Polarisierungen aller Orten. Gibt es denn dann trotzdem sowas wie einen Ansatzpunkt für ein Wir der arbeitenden Klasse des 21. Jahrhunderts, wie es in der Broschüre von Rixinger und Becker formuliert wird? Ich würde sagen, ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Erstens ist inzwischen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung erwerbstätig und das heißt, es gibt eine ziemliche Verallgemeinerung von Erfahrungen mit Erwerbstätigkeit. Zweitens stimmt es schon, dass ein Niedriglohn in Deutschland deshalb besser auszuhalten ist, weil man die billigen Textilien bei Tick und Taco irgendwie kaufen kann, die dadurch so billig sind, dass Näherinnen in Südasien gelegentlich mal die Fabrik über dem Kopf abbrennt. Gleichzeitig sind die Arbeitenden in diesen Regionen aber von einer ganz ähnlichen Politik der Prekarisierung betroffen. Auch in Südasien wird der öffentliche Dienst zusammengestrichen, werden Arbeitsrechte gestrichen und so weiter. Und das Ganze oft angeleitet durch Vorschläge von Internationalem Währungsfonds und so weiter. Also es gibt eine gemeinsame Betroffenheit sogar hier. Bourdieu hat schon vor langer Zeit festgestellt, dass Prekarität überall ist. Ja, es stimmt. Wir haben viele Beschäftigte in stabiler Beschäftigung. Aber auch diese Position wird dadurch in Frage gestellt, dass mir zum Beispiel die Leiharbeiterinnen der Randbelegschaften meine Ersetzbarkeit permanent vor Augen führen.
Und die Aufstiegserfahrung wird seltener, von der ich vorhin gesprochen habe. Dementsprechend haben wir Arbeitende auch immer wieder in mehreren Rollen, zum Beispiel, weil diejenigen, die selber stabile Jobs haben, die Eltern von jüngeren Menschen sind, die trotz hoher Investitionen in ihre Ausbildung nicht in die Lage kommen, auch nur in die Nähe eines Normalarbeitsverhältnisses zu geraten, sondern in befristeten Jobs stecken bleiben, in unbezahlten Praktika und so weiter. Zugleich sind viele Arbeitende eben auch die Finanziers und die Nutzerinnen von öffentlichen oder jedenfalls eigentlich öffentlichen Dienstleistungen. Und das war ganz interessant zu sehen bei den großen Streiks, zum Beispiel der Lokführerinnen, auch der Erzieherinnen, dass die Solidarisierung trotz massiver Medienkampagne doch erstaunlich groß war. Kurz und gut, ich würde sagen, wir haben eine vielfach gespaltene Arbeitswelt. Die Aufgabe besteht jetzt darin, genauer zu analysieren, welche neuen Kollektive sich eigentlich herausbilden und welche politischen Ziele Arbeitende zusammenbringen können, die unterschiedliche Interessen haben, die teilweise aktiv gegeneinander ausgespielt werden und die sich eben auch nicht als Kollektiv empfinden. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Was könnten denn die neuen Normen sein? Diese Grafik habe ich direkt entnommen der Broschüre, über die wir heute reden wollen. Die meisten von euch haben wahrscheinlich ohnehin einen Blick hineingeworfen. Es geht bei der Broschüre um Lohn, es geht um die Planbarkeit von Zukunft, es geht um eine Humanisierung von Arbeit, um eine kurze Vollzeit und um eine Zunahme von Demokratie. Die Diskussionen, die da aufgerufen werden, liegen in vieler Hinsicht in der Luft. Ich habe mir im Vorfeld gleichzeitig mal angeschaut, die Broschüre der DGB-Kommission zur Zukunft der Arbeit, die letztes Jahr veröffentlicht worden ist, wo man feststellen kann, dass teilweise die Forderungen, die Analysen deckungsgleich sind. Ein paar Kritikpunkte an der Broschüre habe ich auch mitgebracht. Zum einen beim Thema Arbeitsorganisation in der DGB-Broschüre oder was hier Humanisierung der Arbeit heißt in der Rixinger-Becker-Broschüre, wird der Fokus ganz stark auf Gesundheitsfragen gestellt. Stress vermeiden ist absolut richtig. Ich denke nur, dass man es ein bisschen breiter diskutieren könnte. Man könnte über die Organisation und von Kontrolle von Arbeit als solche nachdenken. In der Broschüre heißt es, in der Arbeitszeitfrage entfaltet sich ein Grundwiderspruch des Kapitalismus. Stimmt schon. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass zunehmender Stress kein individuelles Problem ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu diskutieren, dass es eben mit Demokratie im Unternehmen zusammenhängt, dass es um Entscheidungsmöglichkeiten über die Gestaltung und die Kontrolle von Arbeit geht. Und das rutscht in der Argumentation teilweise ein bisschen herunter. Über Qualifizierung und Migration wird in der Broschüre relativ wenig gesagt. Das, glaube ich, sollte man noch ändern, weil es da um neue Spaltungslinien geht. Die duale Ausbildung ist in der Krise. Auf der einen Seite, Stichwort Akademisierung, mehr Leute an die Hochschulen. Auf der anderen Seite werden immer mehr junge Leute, speziell mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss, in einem Übergangssystem geparkt, was keine berufsrelevanten Qualifikationen vermittelt. Und warum Migration eine neue Spaltungslinie ist, das ist, glaube ich, einigermaßen deutlich, auch hier in diesen Hallen. Standardsenkung durch migrantische Arbeit wird befürchtet. Ich denke, die Diskussion über Öffnungsklauseln für Geflüchtete beim Mindestlohn war da ein echtes Alarmsignal. Und die Rechtsentwicklung in Belegschaften ist eben nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern auch eine Gefahr für eine wirksame Interessenvertretung, auch wenn es so aussieht, als würden die aktuellen Betriebsratswahlen glimpflich abgehen, was AfD-nahe Betriebsräte angeht. Dritter Kritikpunkt, auch in der Broschüre, die ihr vorgelegt habt, ist teilweise die Rede von der Globalisierung, der Digitalisierung und so weiter. Und ich glaube, das sollten wir nicht mehr machen. Wenn wir von diesen Phänomenen reden, wie von Naturgewalten, die über die Menschheit kommen, dann können wir zu wenig eingreifen, wir können zu wenig Akteure identifizieren, Strategien aufdecken, gegen die man dann andere Strategien setzen könnte. Und das verschärft einfach Ohnmachtsgefühle und das ist ja nun unser gemeinsames Anliegen, diese Ohnmachtsgefühle gerade mal zu reduzieren. Okay, warum geht es bei dem neuen Normalarbeitsverhältnis? Wir kritteln ja immer als Sozialwissenschaftlerinnen, meine Kritik bin ich gerade losgeworden. Was mir gut daran gefällt, ist, dass das neue Normalarbeitsverhältnis eine konkrete Utopie von guter Arbeit formuliert, die auf der einen Seite klare Konturen hat und auf der anderen Seite aber flexibel genug ist, um unterschiedlichen Interessen von Arbeitenden auch gerecht werden zu können.
Ein Ansatzpunkt ist nach wie vor das alte Normalarbeitsverhältnis. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mit meinen Studierenden rede, ne, Anfang 20, Universität, was denn eigentlich gute Arbeit ist. Dann blättern die, ohne nachzudenken, die Kriterien, die ich am Anfang hier an die Wand geworfen habe, herunter. Und das trotz 30 Jahren neoliberaler Offensive, in der das Normalarbeitsverhältnis als zu stark, zu bürokratisch und eigentlich lebensfeindlich verkauft worden ist. Trotzdem halte ich die Festlegung für wichtig, die in der Broschüre steht, dass es kein einfaches Zurück zum alten Normalarbeitsverhältnis geben muss und geben kann. Denn eine Norm für alle ist out. Trotzdem ist es nicht so, dass wir nur Buntheit und Vielfalt feststellen können, sondern dass sich neue Muster abzeichnen. Und das sieht man besonders gut im Bereich der kurzen Vollzeit, der Arbeitszeitwünsche. Umfragen belegen nämlich seit Jahren, dass wir zwei Gruppen haben, die mit ihrer Arbeitszeit unzufrieden sind. Auf der einen Seite die mit Vollzeitjob, die massiv mehr Arbeit leisten, und auf der anderen Seite diejenigen, oft Frauen, die in Teilzeit oder Minijob festhängen und eigentlich mehr arbeiten wollen. Das heißt, es gibt eine Kontur dessen, was sich sehr unterschiedliche Beschäftigte unter einer guten Normalarbeitszeit vorstellen würden. Und das ist eben eine Normalarbeitszeit, die irgendwo um die 30 Stunden schwankt. Es geht nach wie vor darum, mehr Flexibilität in der Arbeitswelt zu haben. Auf jeden Fall, da haben auch viele Arbeitende ein Interesse daran. Das Problem ist nur, wie kriegt man diese Flexibilität so gestaltet, dass sie im Interesse von Arbeitenden ist. Wenn wir über die kurze Vollzeit reden, dann haben wir es nämlich mit einer ganzen Reihe von Risiken und Nebenwirkungen zu tun, wie wir aus den letzten Jahrzehnten wissen. Arbeitszeitverkürzung endet oft mit Arbeitsverdichtung. Es gibt die Gefahr, dass man einfach auf Lohn verzichtet zur Beschäftigungssicherung, und deswegen ist es wichtig, wie es in der Broschüre ja auch teilweise passiert, darüber nachzudenken, dass Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich, mit Personalausgleich einhergehen muss und dass wir öffentliche Investitionen brauchen, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Vor allen Dingen geht es bei diesen ganzen Fragen aber darum, wer entscheidet. Arbeitszeiten sind flexibler geworden. Das Problem ist nicht die Flexibilität, sondern dass sich die Arbeitszeiten vor allem nach der Auftragslage von Unternehmen richten und eben nicht danach, wie Beschäftigte denken, ihre Arbeit machen zu müssen, welche sonstigen Anforderungen zum Beispiel im Reproduktionsbereich auf sie warten. Und das muss sich meines Erachtens ändern. Kurz und gut, es geht darum, Vielfalt zu respektieren, na klar, aber gleichzeitig die Ungleichheit zu bekämpfen. Die Regulierung von Arbeit in den goldenen Jahren der Nachkriegszeit hat auf der Formulierung und auf der Durchsetzung von Standards beruht. Und als man dann gegen diese Standards angegangen ist, gegen das Normalarbeitsverhältnis angegangen ist, ist das geschehen im Gewand des Kampfes gegen Bürokratie, gegen Bevormundung und gegen Gleichmacherei. Neoliberale Argumentationen und alternative Argumentationen, die mit Lebensbedürfnissen von Menschen argumentiert haben, haben dabei blöderweise teilweise in dieselbe Richtung gewirkt. Aufgabe für linke Politik heute ist es, klare Detailziele zu formulieren, die unterschiedliche Gruppen von Arbeitenden verbinden können. Und ich glaube, die Überlegung, das in einem neuen Normalarbeitsverhältnis, in diesem Konzept zu bündeln, ist nicht schlecht. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt, die politische Strategie. Wie setzt man jetzt eigentlich diese Normen durch? Wenn wir in den Bericht der DGB-Kommission schauen, dann kann man das, glaube ich, überschreiben mit der schönen Überschrift Zurück in die Zukunft. Es wird an die gemeinsamen Interessen von Kapital und Arbeit appelliert. Der Staat soll tripartistische Foren organisieren und die Transformation gestalten. Technikfolgenabschätzung soll neu ausgerichtet werden. Viele von uns erinnern sich an die HDA-Programme. Und der Staat soll die soziale Marktwirtschaft revitalisieren. Es gibt kaum Aussagen zur Mobilisierungsfähigkeit dieser Forderungen in dem DGB-Bericht, den ich ansonsten ausgesprochen gelungen finde. Die Fragen, die wir uns jetzt stellen müssten, wäre erstens, gibt es denn eigentlich gemeinsame Interessen von Arbeitenden, die man mobilisieren könnte? Bislang haben betriebliche, tarifliche, politische Reformen die Polarisierung zwischen Arbeitenden vor allen Dingen verschärft. Unser Ziel müsste jetzt eigentlich sein, an den Interessen und Bedürfnissen anzusetzen, die aus abhängiger Arbeit als solche resultieren, unabhängig von dem konkreten Erwerbsstatus, um dann überhaupt so etwas wie ein Wir der arbeitenden Klasse herstellen zu können, was in der Broschüre angemahnt wird. Die zweite Frage wäre dann allerdings, wer sind potenzielle Bündnispartnerinnen? Wenn wir über das alte Normalarbeitsverhältnis reden, dann war die Durchsetzung in vieler Hinsicht zurückzuführen auf das, was
Raphael und Döring-Manteuffel den liberalen Kompromiss der Nachkriegszeit zwischen Arbeitsstaat und Kapital nennt. Und dieser Kompromiss ist leider mit dem ökonomischen Wachstum zu Ende gegangen. Kapitalinteressen haben sich ausdifferenziert. Wenn wir heute über neues Normalarbeitsverhältnis reden, dann müssen wir also auch darüber reden, wer eigentlich auf Seiten der Wirtschaft Interesse hat, Arbeitskraft dauerhaft und qualifiziert einzubinden, wer eigentlich ein Interesse an stabiler Nachfrage im Land hat und wo denn nun Bündnispartnerinnen auf dieser Seite auch liegen könnten. Wie sieht es mit der staatlichen Politik aus? Ich fürchte, staatliche Politik ist nach wie vor sehr weitgehend durch die Festlegung auf Deregulierung und Austerität geprägt. Die schwarze Null begleitet uns auch direkt auf dem Weg in die neue große Koalition. Ich finde das richtig, dass wir um eine sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie streiten sollten in den nächsten Jahren. Die Frage ist nur, mit wem machen wir das eigentlich? Wer ist da Ansprechpartnerin für solche Politikansätze? Und zu guter Letzt, kollektive Interessenvertretung ist geschwächt. Wir haben immer mehr Betriebe ohne Betriebsrat. Gewerkschaften verlieren nach wie vor Mitglieder. Aber auch in den Jahren der Nachkriegszeit ist gute Arbeit nicht vom Himmel gefallen. Liberaler Kompromiss täuscht nämlich ein bisschen darüber weg, dass es auch in den 50er, 60er, 70er Jahren große Arbeitskämpfe gab und dass gute Arbeit uns leider noch nie erkämpft wurde. Und darauf müssen wir uns wohl in Zukunft auch einstellen. Kurz und gut, wenn wir über neues Normalarbeitsverhältnis reden, klar reden wir über Reformpolitik. Aber wir reden über Reformpolitik im Zeichen von relativ schwachem ökonomischem Wachstum. Statt der Aufteilung von Zuwachs geht es eben mittelfristig um den Kampf um knappe Ressourcen. In den letzten Jahren hieß das, dass es eine zunehmende Konkurrenz gab zwischen Standorten, zwischen Einzelkapitalien und arbeitende Gewerkschaften diese Konkurrenz auch mitgetragen haben, zum Beispiel in betrieblichen Bündnissen für Arbeit. Heute, wenn wir überhaupt in die Nähe eines neuen Normalarbeitsverhältnisses kommen wollen, geht es um eine Umverteilung von Kapital zu Arbeit. Und das leider auch nicht nur in Deutschland, sondern da geht es um weltweite Herausforderungen. Wo stehen wir also? Ich würde sagen, die Broschüre bringt uns einen wesentlichen Schritt vorwärts bei der Analyse der Arbeitswelt. Es sind viele Erkenntnisse zu Veränderungen, zur Dynamik der Arbeitswelt enthalten. Und sie formuliert Ansätze für eine Neusetzung von Normen. Das ist wichtig, weil ich denke, dass es wirklich höchste Zeit ist, linke Alternativen zu formulieren zu einer Politik der Sachzwänge, die Verunsicherung verallgemeinert, die Lebenschancen reduziert und die politische Intervention aussichtslos erscheinen lässt. Wenn dieses neue Normalarbeitsverhältnis angegangen würde, dann würde es markieren kleine Schritte, das stimmt, aber ich würde mich der Einschätzung von der Sibylle Stamm anschließen, dass es kleine Schritte sind in eine andere Arbeitswelt und letztlich in eine andere Welt. Es enthält mobilisierungsfähige Detailforderungen und verbindet sie mit der Diskussion über das große Ganze, über eine andere Ökonomie und Gesellschaft, in der der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. Was mir gut daran gefällt, ist, dass nach Jahrzehnten, in denen wir eigentlich erzählt bekommen haben, es gibt keine Alternative und die Sachzwänge regieren die Welt, so ein bisschen Mut zu einer neuen Utopie zu lesen ist aus dieser Broschüre, weil die Frage aufgeworfen wird, in welcher Gesellschaft wir eigentlich arbeiten und leben wollen. Was man dann findet in der Broschüre, ist der Bezug auf eine grundlegend andere Regulierung des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft und auf überzeugende wirtschafts- und gesellschaftliche Alternativen, gesellschaftspolitische Alternativen, wie sie zum Beispiel Jeremy Corbyn in Großbritannien formuliert. Das ist natürlich noch nicht so besonders konkret, aber vielleicht sind die konkreten Festlegungen auch die Aufgabe für die künftige Debatte und die künftige Praxis. Und dabei werden wir uns sehr gründlich auseinandersetzen müssen mit Bündnis- und Machtfragen. Dankeschön.